Außerdem ist das mein Mann, der Rüdiger. Absoluter Bullshit. Das ist wahrscheinlich schon der 50. Take oder so. Und die denken, Alter, geh weg. Was war das dazwischen für eine Mega-Schokolade, die aufgepoppt ist, glaube ich? Das da, das da. Das wäre Kenny. Ja, voll toll. Der Film ist klasse. Lovely. Okay, Boomer. And don't you forget it. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu, wie nennt man das? Seltsame Shorts, die einen hey. Nachts verfolgen. Mit Gott, Scanner reagiert. Mhm. Zusammen mit dem Puck und ich begrüße mich damit herzlich. Hallo, liebe Freunde, schön, dass ihr da seid. Und ihr seht schon einen komischen alten Mann, der Siennas Großvater sein könnte. Und komisch. Mit dem geht das bestimmt heute los. Ich habe 20 Shorts wieder vorbereitet, die Siennas Hirn irgendwie Richtung Kloschüssel katapultieren sollen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Und meine Kommentare werden das Ganze natürlich qualitativ nicht besser machen. Aber zu eurem Unterhalten werden wir es trotzdem machen. Viel Vergnügen. Großartig. Außerdem ist das mein Mann, der Rüdiger. Einfach vergessen, wie der alt Rüdiger. Ich bin. Oder Detlef. Detlef, Alter. Vergesst den Klaus. Klaus. Was sagt der Klaus? Der redet zu schnell. Vergötterte Fuzis, habt ihr euch auch immer gefragt, was Sonnenbrand am primären Geschlechtsteil, also bei Männern, auf Spanisch heißt? Das drin. Aber du musst das wissen, gerade du, der Spanisch lernt, nach Spanien fährt und gerne mal am FKK rumhängt. Was ist das Wort für Sonnenbrand am Penis auf Spanisch? Das war direkt etwas, wo ich dachte, das musst du wissen, Sienna. Das muss ich, ja, genau. El Coco Sausage, so von Sausage, ja, und gekochte. Die gegrillte. Ich kann kein Spanisch, deswegen. Ja, mein Browser ist zu leise. Bitte entschuldigen Sie mich. Wir müssen mal kurz. Esther? So, lachen Sie nicht. Schwach. Achso, was ist dein Guess? Was heißt das, bitte? Sonnenbrand am Geschle. Ja. Ich kann kein Spanisch, deswegen. Ich. Ich auch nicht. Muschas verbranntes Penis oder sowas. Aber Penis klingt so, das war ja ein Penos oder so. Penos. Ich finde ihr Gesicht auch klasse. Prost. Lanzarote. Oh Gott. Das sind so Dad-Jokes, oder? Wenn du mit deinem Vater im Restaurant bist. Nein. Es ist entweder sehr spät oder die haben viel gesoffen, würde ich sagen. Dann findet man das witzig. Hm? Die stirbt. Ja. Die stirbt bei ihrem eigenen Witz, ja, warum sind sie gestorben? Wir haben Witz. Ich finde aber schön, wie er am Anfang so eine anschreit, fast schon. Ja, also. Die Erde ist eine Scheibe. Das ist noch besser. Warum ist das schon wieder so pixelig? Junge, ich habe eine 100er Leitung, ich schwöre. Da ist gerade kein anderer drin. Ich verstehe das nicht. Wo ist sie? Wo ist eine Scheibe. Das behaupten zumindest immer wieder Flacherdler in meinen Kommentaren. Manu! Aha, schau mal. Die Erde ist eine Scheibe. Das behaupten zumindest immer wieder Flacherdler in meinen Kommentaren. Und damit du nicht mit diesen Leuten diskutieren musst, gebe ich dir jetzt drei Beispiele, warum der Flacherdler-Mythos absoluter Bullshit ist. Und vor allem der letzte nimmt jeden Verschwörungstheoretiker hops. Erstens, wenn ein Schiff über den Horizont segelt, verschwindet zuerst der Rumpf und dann erst der Schiffsmast. Das passiert wegen der Erdkrümmung. Wäre die Erde flach, dann würde das gesamte Schiff immer im Blick bleiben und einfach kleiner und kleiner werden. Zweitens, manche Sternbilder sind nur von einer Erdhälfte aus sichtbar. Zum Beispiel sieht man den großen Wagen in der nördlichen Hemisphäre und das Kreuz des Südens, klar, in der südlichen Hemisphäre. Wäre die Erde flach, würde jeder die gleichen Konstellationen sehen. Letztes Beispiel. Wenn die Erde wirklich flach wäre, wisst ihr eigentlich, wie viele Leute das geheim halten müssten? Also Piloten, Ingenieure, globale Transport- und Logistikunternehmen, Wissenschaftler und. Wir reden hier von Millionen von Menschen und keiner von denen hat jemals etwas ausgeplaudert? Sehr unwahrscheinlich. Ja, ich schließe, aber ja. Bist du Flacherdlerin, Sienna? Total, total.
Ja, ich bin auch der Meinung, das Wasser spawnt einfach in der Mitte von der Scheibe und das fließt über den Rand. Das ist dann weg, weil wo soll es denn hingehen? Ist das dann so wie so eine Klospülung, oder? Genau. Ach so. Ich finde, irgendwie sieht er echt Psycho aus, so. Guck dir mal Ja. sein Gesicht an. Guck dir selbst so richtig. Videos, ich kenne ihn ja so von dem, was ich gesehen habe. Ich habe die Shorts ja vor Urzeit mal gesehen. Aber was er früher für Videos gemacht hatte, hat er dann so monoton gesprochen. Da hat man echt gedacht, dass er so irgendwie nicht menschlich ist. AI. Ja. Okay. Das freut mich, aber sag mir mal, warum muss der sich seinen Rock noch mal zumachen? Was haben die vorher angestellt? Wissen. Und guck mal, siehst du im Hintergrund gerade jetzt die zwei am Schalter, wie die rüber gucken. Das ist wahrscheinlich schon der 50. Take oder so. Und die denken, Alter, geh weg aus meiner Lobby. Oh mein Gott, hier liegt mein Handtuch. Geh weg. Warte. Sehr schön, aber was haben Sie mit dem Vogel gemacht? Ja, das Jana, ich wollte dir damit einfach nur mal einen Anreiz geben, was du mal anziehen könntest, worüber sich dein Mann freuen würde. Schade, ich dachte, du wolltest mir was Gutes tun, dass du mir hier schöne große Augen. ich wollte irgendwie ein schönes Wort dafür finden, aber in meinem Hirn waren nur Dinge, die ich jetzt nicht aussprechen darf. Ganz Ja! obszöne Bezeichnungen für diese wunderschönen. Ist das ein Körperteil? Nein, das sind alles mechanische Sachen. Nein, aber zählt das ja doch schon. Ich denke. Naja. Jenna, es ist sowieso egal. Dein Content ist eh nicht jugendfrei. Das war er noch nie und das wird er auch nie sein. Ja, ne? Aber es ist alles voller Kinder bei. Oh Gott, wie das klingt. Das ist alles voller Kinder in meinem Keller, ich sag's dir. Das haben die in der Kirche auch gesagt. Okay, also nicht ganz im Charakter, muss ich sagen. Also bevor Todoroki ja hier ein Peace macht, also würde er ja vor Scham im Boden versinken. Party end. Es sah aus, als wenn es Spaß macht. Einfach so Ich sehe rumhelikoptern. da auch. Hm? Ich sehe dich da auch, Marciana. Das finde ich jetzt wirklich witzig, weil ich die letzten 2, 3 Tage sowas immer wieder kriege. Weil ich habe mir viel angeguckt von Harry Potter und so. Ich liebe Harry Potter. Aber dieses mit dem, ne, JN, dieses. Okay, tschö. Nochmal. Kann man nicht flirting mit ihr Blick dazu. Sie ist so schockiert. Sie ist so fertig mit der Welt. Draco, da flirtet jemand mit. Wen auch immer, Sibylle. Süß. Also eine Liebe zwischen Draco Malfoy und Hermine, das kann man sich schon vorstellen. Was? Nein, sie erzählt es doch nur. Hermine erzählt Draco, ne? Gleich flirtet jemand mit der Sibylle. Ja, und er kehrt ja nicht, weil die Schluss gemacht haben. Und ich finde, was woran. Trelawney. Mit Sibylle Trelawney. Sibylle. Oh nein, Professor Trelawney, also. Also. Ja, aber weißt du, jetzt weiß ich mal, warum hast du so große Augen? Nee, also der Altersunterschied ist, glaube ich, ein bisschen hart zwischen Professor Trelawney und Draco. Also, da hätte ich das Ja, Jugendamt direkt gerufen. also besser Trelawney und Draco als Dumbledore und Harry. Den Großvaterkomplex, ja. Die
GIFs. Oh Gott. Mhm, total. My tape is gay. I was taping pictures of my crush to my... Warte, was ist von... Mein Tape ist... My tape is gay. I was taping pictures... Mein Tape. Ich habe so Klebeband im Kopf. Mein Klebeband ist schwul. Es steht nur auf männliche Klebebänder. Ja. Pictures of my crush to my closet wall when the tape released and clapped my ass cheeks apart. I could feel the tape spreading and expanding my W yacht. I tried to reach for scissors to cut the tape, but the tape was too quick and float into my butt, making me a submissive femboy. I put on a Griffith cosplay and look for stuff to shove up my butt. Water fountain? Check. Golden Labradoodle? Check. RGB keyboard? Check. Samsung smart fridge? Check. My tape is gay. Wer beschwert sich über mich von wegen nicht jugendfrei? Das war sehr, wie sagt man das, bildhaft beschrieben? Ich kenne noch ein anderes Wort, aber es ist nicht in meinem Kopf. Schön, ey. Ich scrolle nach unten, Maus. Was war das dazwischen für eine Milka-Schokolade, die aufgepoppt ist? Bin ich blind oder habe ich nur ich das gesehen? Nee, da war... Ich glaube, ich hab sie auch gesehen. Warte. My tape is gay. I was taping... Nein. Irgendwas ist hier. Eine höhere Milka macht... Steht die Kuh hinter dir? Die höhere Milka. Mhm. Okay, also damit kann ich noch nichts anfangen. Ja, ich habe dir eigentlich auch nur irgendwelchen random Shit zusammengestellt, einfach nur um dein Gehirn zu killen. Dankeschön, Dankeschön. Mein Hirn ist schon, also, ne? War vorher schon. See how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. I don't come to work with a green cut crease. I don't look like a clown when I go to work. I don't do too much. I'm very mindful while I'm at work. See how I look very presentable? The way I came to the interview is the way I go to the job. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung für wir asphaltieren dein Gesicht. Aber ich finde es schön. Ich meine, egal wo du gehst, so an Schalter, keine Ahnung, beim Arzt oder so und ein bisschen Gedanken, holst gerade die Karte raus, guckst nach oben, siehst die Dame so komplett bunt. Ich glaube, das wird so mein Made My Day. So. Da erzähle ich noch Wochen später von. Ja, beim Therapeuten. Ja. Na, erstmal erschreckst du dich und dann lachst du wahrscheinlich und das ist. Weinst du? Und dann hockst du beim Arzt zu Hause in seiner Dusche, umfasst deine Knie und weinst. Oh Gott. Hey. See how I do my makeup for work. Ich will. I just killed a man, she's my alibi. Ja, genau, das haben die nicht kommen sehen. Das war nicht abgesprochen. Die waren ganz überrascht, dass sie da nicht mitgemacht hat. Das hat mich überzeugt. Ja, das ist... Was habe ich dir da für Scheiße zusammengesucht, ey? Ach du, da war Tuck. Hast du es gesehen? Der will uns... Ja. Warte, der will Werbung reindrücken und kann nicht wegen dem Adblocker? Ich dachte, ich habe ihn auf YouTube aus. Der kann das nicht wegen dem Adblocker, sondern weil das eine von mir gelistete Playlist ist. Ah, aber er möchte es. Und er tut es, weil ich habe es gesehen, das war Tuck, davor war Milka. Dieser kleine Hustensohn. Er tut es, aber er kann das mit der Werbung nicht einfach machen, wenn ich das blockiere. Ja, Frechheit. Also da sehe ich einen Fuchs. Das wäre was für mich. Ich finde es witzig, dass dieser durchsichtige, also, ne, da drunter quasi Reizwäsche, aber oben drüber ziehst du so ein langes Shirt und dann ist das alltagstauglich. Das wäre was für einen Kenny, wobei das eher in Schwarz, glaube ich. Das da. Das wäre Kenny. Ja, da sehe ich Kenny. Da sehe ich Kenny ganz arg. Aber Kenny hat nicht so eine Fitness-Line. Nix. Ich würde sagen, Kenny ist besser gebaut als die Frau da oben. Ja, also vor allem größere Hunde oben am... Hunde? Mhm. Ja. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. Junge, ich hab das im Kino gesehen.
ist dieser Film geil, sag ich dir. Wenn du es noch nicht, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, geh ihn dir angucken. Guck Ja, wenn ich dir Zeit finde. Deadpool und Wolverine an, Leute, egal wer das, schaut euch das an. Junge, ist das ein geiler Film. Wenn ich die Zeit hätte, ich wäre noch tausendmal ins Kino gegangen. Ich warte jetzt, dass er auf Disney Plus kommt. Ja, ich warte das auch ab. Ich habe so viele Shorts davon gesehen, so schön von wegen immer. Ach, und die Begräbnisse und alles so emotional und Deadpool macht erstmal so Grabschändung. Ja, Deadpool halt. Ja, voll toll. Der Film ist klasse. Okay. Voll toll. Der Film ist einfach gut. You don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, see, I got you. Okay, das ist simpel. Okay, du musst ja dann einfach einen Cut setzen. Aber ich finde es ganz cool. Muss halt den Cut verstecken können erstmal. Ja, Du aber musst das den ja kannst du irgendwie. ja. Du hast eine stillstehende Kamera und sie ist nicht im Bild. Also, da kannst du den. Der Cut ist wirklich leicht. Da, das Sienna, wir wollen eine Sienna-Version davon. Bevor ich da wirklich selber so aktiv Shorts mache, da bräuchte ich den erstmal. Eine andere Umgebung, dass ich Platz für sowas habe. Wir ziehen Ja, vielleicht noch dieses Jahr um. Vielleicht kriege ich dann tatsächlich einen richtigen Aufnahmeplatz, wo ich auch vielleicht, ich träume wohin? von einem Greenscreen oder so. Welches Bundesland? Ziehen Sie nach Bayern? Nein, nein, ich ziehe nur zwei Orte weiter, theoretisch. Wenn das klappt, sollte morgen oder so Bescheid kriegen. Das wird ganz knapp mit der, na, mit der Kündigungsfrist. Bis Mittwoch haben wir Zeit, dem anderen zu kündigen, aber dafür müssen wir ihn dann erwischen. Das ist sehr tricky, sehr tricky. Der safe verreist aber die Tage. Bitte was? Der sagt selber safe, wie die wollen mir kündigen. Nee, ich fahre jetzt in Urlaub. Nein, nein, der wohnt hier nur ein, zwei Straßen weiter. Den kriegen wir. Na dann. Und außerdem haben wir guten Vermieter. Also hier aktuell, der ist ganz entspannt. Oh mein Gott, was ich jetzt schon sehe, das ist Asi. Das ist richtig Asi. Das mit der Katze? Ja, das ist Asi. Ich weiß ja nicht, wie gut die Katze dann auf die Umgebung achtet. Die können sich übel hinfetzen, oder? Das meine ich ja. Das ist, wie gesagt, das ist total benutzt. Oder theoretisch springt die dir den Fernseher rein nachher. Ja, naja, weil die konzentriert sich nur auf das und das bewegt sich mit ihr mit und dann, also in meinem Gedanken kracht die irgendwo rein, tut sich weh, schmeißt was um, also beides, weißt du? Also Ja, das. ich finde es kein gutes Spielzeug. Dann mach es lieber an einem anderen Ding fest, was über den Boden rutscht oder so, dann, weißt du? Weil die kann überall hochspringen ja auch mit dem, ja. An meinem besten Stück zum Beispiel. Da möchtest du sowas festmachen und dann springt Candy danach? Das Ding rutscht über den Boden. Oh Gott. Oh. Also. Danke für das Bild. Put a finger Gib mir down, was Schöneres. emotional addition. Now you know the rules. No cheating. We want to see your raw reaction. So pause this video, click duet, and let's get started. Put a finger down if you've ever cried when someone raised their voice at you. Put a finger down if you've ever cried when you saw an animal die in a movie. Put a finger down if you've ever cried because a character died on a show. Put a finger down if you've ever cried while watching a video of soldiers come home to their families. Put a finger down if you've ever cried because you were so stressed. Put a finger down if you've ever cried for absolutely no reason at all. Put a finger down if you've ever cried because of a death of someone that you didn't even know. Put a finger down if you've ever cried from seeing someone else cry. Put a finger down, emotional addition. Now you know the Hey! rules. Sollten das nicht 10 sein? Ich hatte noch zwei Finger oben. Oder drei? Ich habe alles. Ich heul wegen allem. Kenny ruft mich an. Oh, der Fuchs hat mir wieder ein Bild geschickt. Oh. Das macht er ständig. Jeden zweiten Tag ist da ein neues. Ich meine, die Kreativität ist beeindruckend, okay? Wie schön du den verkleidest, einpackst, schminkst und präsentierst, ist beeindruckend. Aber es ist trotzdem auch gleichermaßen verstörend. Ja, in der Tat. Kann nichts dazu sagen, weil es war's.
You'll be dead in a second. Turn your eyes from your hands to the heavens. Kill your pride. Turn your fear to a weapon. And don't you forget it. Don't you let him take control. Don't you let him break yourself. It's not the devil that you know. It's just your shadow on the floor. Guter Edit, also. Ja, smart, sehr smart. Hübsch, gut gemacht. Dass die Schrift hinter den, weißt du, das ist ja auch nicht, denke ich, nicht so einfach. Keine Ahnung, mit was für ein Programm, aber gut gemacht, ja. Gut gemacht. Gibt's Daumen hoch. Approved, Sienna approved. This one, look at that one, look at this one, look at that one, look. Are you kidding me? If you had one of these in your house, you could look like a millionaire, like the King of England, like the King of France or something. Was? Okay. Das ist ganz schön lang. Hey, das ist so richtig. Hat da jemand Shorts geklaut und hintereinander geschnitten? Oh, weil das könnte auch von der Dame, aber. Das sind so, ja, ne, mehrere verschiedene. Ich habe keine Ahnung, was das genau eigentlich ist. Pferde. Menschen lieben Pferde. Kannst du dir das vorstellen? Nicht nur Füchse, sondern auch Pferde. Ein Pferd kann einen Fuchs platt machen. Ja, ich kann auch ein Pferd fressen. Das will ich sehen. Dass du einen Fuchs ein Pferd frisst. Leg's nicht drauf an, ich schwomme. Wenn du deine Homies mitbringst, ja. Dann irgendwann, ja, genau. Dann wir machen dann eine riesige Grillparty. Ja. What hurts? You know what really hurts? I'm gonna tell you what hurts. It hurts when us small content creators don't even get on the For You page. And we get small views, and all girls have to do is just smile, and they're gonna get 100,000 views. Like, we try our best to maintain at least 300 or something views. My point is, we don't even get on the For You page a lot. 100 views ist schon ordentlich. Aber ja, ich weiß, was er meint. Es ist halt, guck mal, du musst, wenn du als, doof gesagt, als Frau musst du ein bisschen mit deinem Körper rumwackeln, wenn du welchen hast, mhm, und dann spürst du das alles von selbst. Du bist 85, da ist halt... Da ist noch einiges los, Bürschchen. Da hängt zu viel. Ja, Mann, ich kann Hula-Hoop machen ohne Reifen. Aber es ist halt, da macht das halt... so, wenn du so ein kleiner Content-Creator bist, guck mal, wir freuen uns, wenn wir da mal 20, 30 Views auf ein Video bekommen. Mhm. Ne? Und dann haben wir dann unsere tollen OF-Girls, ne, die dann einmal schön einen Post machen, wo sie mal ein bisschen mehr Haut zeigen und die Leute springen ihnen in die Arme. Ja, und Gravity. Ich habe auch eine, die habe ich auch von der viel angeguckt, die Cosplays macht, aber der, also schön, gute, schöne Cosplays, aber der Fokus ist halt voll auf ihren Melonen. Und die schreibt es auch in den Titel schon, von wegen Dance on my Balls und sowas, weißt du? Look at my, und dann macht sie zwei Disco-Kugeln. Ja, und jetzt guck mal, und jetzt guck dir mal dann die Streamer mal an, ne, die dann, es gibt ganz viele Twitch-Streamer, da gab es eine, mit der, die habe ich eine Zeit lang unterstützt, weil die cooles Gaming gemacht hat, die hat zwei Brustvergrößerungen gemacht. Und legt den Wert natürlich schön da drauf. Die liegt jetzt, glaube ich, bei H oder I von ihrer Körbchengröße her. Das ist so dumm. Ja. Das weißt du, was dein Rücken... Also, das muss sie ja am Ende wieder wegmachen. Also, jetzt macht das vielleicht noch Spaß. Ich meine, wenn sie vielleicht ins Gym geht, Rücken trainiert, dann okay. Aber spätestens, wenn sie 40, 50 ist oder so, die kriegt ja solche Probleme. Also, die kriegt ja Bandscheibe davon. Bis dahin haben sich aber dann die Brüste ausgezahlt. Okay, das stimmt. Die kann ja dann rechtzeitig in Rente gehen, das wieder verkleinern lassen. Aber es ist immer ein Eingriff. Es ist immer. Es ist. Ja, naja, aber reden wir nicht drüber. Ne? Ihr Körper kann sie machen. Hat ja funktioniert, ne? Ja, leider. So, if you see this video, please let the content creator know
that he popped up on the For You page. Comment FYP and like the video. It's not that hard. Süß. Aber wir wollen da wieder eine Werbung hier einstecken. Ich finde schön, das könntest du für echt schlimme Sachen verwenden, oder? Die jubeln halt einfach dazu. Einfach so mein Baby unter Wasser halten. Yeah! Ja, das ist. Ja, das war mein erster Gedanke. Reden wir nicht drüber. Oh Gott, ich denke da an zwei Türme. Türme? Ja. Sauron und Saruman. Das Bündnis der zwei Türme. Nee, die meinte ich nicht. Aber da gehe ich nicht genauer drauf ein. Okay. Nein, geh weg. Was? K-Pop. Würde ich ganz doof fragen, was heißt dann Bias? Ist das eine Abkürzung, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich diese Shorts für dich zusammengestellt habe. Tja. Ich habe sie selber nicht wirklich 100% mehr angeguckt. Das ist gut. Reingepackt. Ja, ja. Ja, ja. Was schönes, ja. Also richtig schönes Bild. Ich meine, das besteht halt hauptsächlich aus Filter, wie das, diese Gesichter halt auch sind immer so brutal weich gezeichnet. Das ist auch fürs Selbstbild gar nicht gut, wenn man sich immer nur so sieht, ne? Ja, es ist dann, da denkt man so, oh, ich bin so schön. Nein, das Problem ist ja, dass du voll die Probleme kriegst, weil es gibt Spiegel. Und die Filter sind nicht dein ganzes Zeit in deinem Leben an und du kannst halt echt psychische Probleme kriegen und eine Persönlichkeitsstörung, weil ne, du halt dich die ganze Zeit nicht gut genug fühlst, so findest. Ja? Ja, aber... Ja, schlimmes Thema. Ja. Ja. Keine Ahnung, damit kann ich nicht mehr anfangen. Ja, ein Süßer. Feeling edgy, das passt ja. Stuckface an. Entschuldigung. Der Junge, okay. Oh Mann, ja. Was ist okay. Heute? Oh Gott. Ach, der hübscheste von allen. Gott. Wolverine, Deadpool, Wolverine. Ah. Deadpool, I'm gruff and rugged, you're old and slow. Deadpool's mid, come at me, bro. I'm the hero. No, you're not. Yes, I. Shut up, mutton chops. People love me. Okay, Boomer. 10 whole movies, I'm a loser. I can heal in record time. So can I, bud. Get in line. I have claws that can retract. Wow, you're like a kitty cat. Logan, so what? X-Men, yawn. Well, Green Lantern was a bomb. Hey, what? Be nice. You're the worst. Deadpool. Dead weight. Oh, that hurts. Fine then. Go on. You're the genius. Wolverine has a micro penis. Come on. Am I wrong, though? You're a child. My name comes first in the title. Wolverine. Wolverine has a micro penis. Ja. Aber schön, schön, schön reitet er. Da wollte er wieder. Also ältere Leute sind auch als süß, ne? Da ist auch nicht viel vertreten, die dann auch, ja. Ja, ich bin mir nicht sicher, bei wie vielen Shorts sind wir denn überhaupt jetzt aus der Liste? Keine Ahnung, wir ziehen das jetzt durch. Okay. Im Zweifel teile ich das. Also jetzt sind wir eh schon bei fast einer halben Stunde. Ja, ich bin mir nämlich nicht sicher. Weil irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass wir irgendwie jetzt außerhalb der Playlist gelandet sind. Meinst du? Ja, irgendwie schon. Einen Moment bitte, haben Sie einen Augenblick Geduld? Die Shorts, die nicht von mir sind, haben euch auch gefallen? Ja, lasst doch gerne ein Like da. Perfekt. Und ja, sehen Sie, was ich mir ansehe. Es ist ganz fantastisch random gewesen. Es war nichts mit Fuchs zu tun. Also diesmal nicht. Das war alles meine kranken Gelüste. Außer das spanische Wort für Penis. Genau. Ich hab's vergessen. Lazarote. Wiedersehen. Schaut euch auf den Kanälen um und so. Tschüss.